Wusch! Und herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Wir werden heute einen Kuchen backen, denn ich brauche morgen einen Kuchen. Heißt, wir werden nicht kochen, sondern backen. Und backen ist echt nicht so mein Ding, deswegen habe ich ein bisschen Angst. Aber guck mal, wir haben leckere Himbeeren. Das große Problem beim Backen ist, dass ich immer noch diesen sehr schmutzigen Mini-Backofen habt, der einfach nichts gebacken bekommt. Da stehst du da dran. Dass der angeblich 230 Grad schaffen soll, aber das schafft er nie im Leben. Das ist gelogen. Der kommt gerade mal auf 160 oder so. Und das andere Problem ist, ich könnte natürlich einen ganz normalen Kuchen machen, mit einer gewissen Aussicht auf Erfolg, einen ganz einfachen Kuchen. Aber ich wollte immer hier Makaroni, diese Dinger machen. Heißt, wir machen. Oh Gott. Und nein, nein, was tue ich denn? Es fängt ja schon an. Irgendeine ultra komische Kombination aus Makaron und Käsekuchen. Mandeln und Zucker und dann noch ein paar gefriergetrocknete Himbeeren für den Geschmack. Das fängt ja super an. Okay, ich weiß schon, warum ich nicht backe. Oh nein, ich. Ich glaube, ich hätte da den Puderzucker und nicht den normalen Zucker mit reinmachen sollen. Nein, man hat es extra nochmal verkleinert. Das wird schon klappen. Wir sieben das einfach und alles wird wieder gut. Als nächstes brauchen wir zwei Eiweiß und wirklich nur ganz. Hä? Das soll rot sein. Da steht auch rot dran. Für mich sieht rot anders aus. Ach, das wird rot. Lebensmittelfarbe. Das kommt dann hier dazu. Und dann brauchen wir noch zwei weitere. Gott, das sieht aus, als hätte ich geblutet. Zwei weitere Eiweiß. Oh nein. Oh oh. Eigelb. Nicht. Oh nee! Ach man. Dann brauchen wir einen weiteren Topf, in den kommt Zucker rein und Wasser. Zu dem Eiweiß eine Prise Salz. Zuckereiweiß müssen wir erhitzen. Oh Gott, das ist so kompliziert. Selbstredend. Und sobald wir 118 Grad erreichen, werden wir das mit so einem Eiweiß mischen, beziehungsweise wir werden jetzt schon ein bisschen davor anfangen. Oh Gott, ist das laut! Jetzt kommt das da rein! So, und jetzt tut es eigentlich. Ja, es hebt. Super! Dann müssen wir das Zuckereiweiß nach und nach in diese Masse unterheben. Die ich hätte vielleicht erstmal verrühren müssen. Fluff! Ich muss sagen, auch wenn ich Meringen, wie heißen die? Diese Zuckereiweiß Schneedinger überhaupt nicht mag. Das ist schon lustig hier. So, und das Ganze muss jetzt noch in den Beutel. Gott, wie soll ich da reinbekommen? Ah! Los, Schleim! Nein, nicht unten rauskommen! Ah! Oh nein, es kommt! Ganz langsam. Schöpfst das Modado? Also, ich habe mir überlegt, ich mache den Boden, dann eine Mittelschicht, dann ganz oben nochmal eine Schicht. Also muss ich hier so drei, oh nein, Rechtecke hinmachen. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe gedacht, komm, machst du einfach diesen Makronenboden und dann, was für eine Füllung machst du? Ja, komm, suchst du dir irgendeine Frischkäsehüllung rein, die man nicht backen muss. Und, oh Gottes Willen. Und hier oben mache ich mir noch so einen Streifen, damit ich die, oh, probieren kann, wollte ich sagen, aber irgendwie habe ich das kaputt gemacht. Weiche! Okay, dann bin ich mal gespannt, damit die Luftbläschen rausgehen. In den Ofen damit. Für 20 Minuten. Und wir werden einfach nur beten. Ihr schafft das, ich glaube an euch. Okay, es ist soweit, Leute. Wie sieht's aus? Ja, irgendwie ist es nicht mehr pink. Irgendwie hat es Blasen geschlagen. Es könnte schlimmer aussehen. Es könnte aber auch um einiges, also wirklich um einiges besser aussehen. Naja, ich habe mein Bestes getan. Probieren wir doch einfach mal ein Stück. So, hier. Oh, ist immer noch weich. Ich glaube, mein Ofen hat die 150 Grad nicht geschafft. Ich glaube, das ist jetzt ziemlich dumm. Aber wir müssen hier nochmal reinmachen. Für unsere Frischkäsefüllung brauchen wir Himbeeren. Das wird eine Himbeer-Frischkäsefüllung. Ein bisschen Zucker dazu. Ansonsten brauchen wir noch Frischkäse. Auch ein bisschen Zucker. Vanille. Dann nehmen wir das hier vom Herd und pürieren. Sieben es ab. Dann werden wir die ganzen Samen los. Dann schlagen wir noch Sahne auf. Dann machen wir unsere kernlose Himbeer-Püree, irgendwas, Agar-Agar rein, damit das stabilisiert wird.
Jetzt muss das Ding natürlich abgekühlt werden. Also ich habe hier mal kaltes Wasser reingemacht. Und dann habe ich alles vermischt und abgekühlt. Ich würde nie vergessen, irgendwas aufzunehmen. Okay, wir haben alles. Wir haben unseren Teig. Ich habe ihn getrittelt. Er, naja, ist nicht der hübscheste, muss ich gestehen. Heißt erstmal als erstes kommt der da ganz nach unten. Und dann müssen wir das schichten und schauen, dass ich es vielleicht irgendwie hinbekomme. Das sieht echt nicht so gut aus. Das sieht wirklich nicht gut aus. Guck nicht hin. Oh nein. Und die nächste Schicht. Oh nein. Oh. Oh nein. Ah, das ist mein Kuchen. Vielleicht retten da frische Himbeeren noch irgendwas. Und dazu noch so ein Minzding. Naja, die Sache ist beim Kuchen, ist halt optisch, das Optische auch ein großes Ding. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall den Geschmack testen. Und das machen wir einfach, indem wir ein bisschen von der Paste damit nehmen. Machen wir uns noch auch hier Himbeeren drauf. Okay, probiere ich es mal. Ich beiß einfach ab. Hm? Ja, schmecken tut es eigentlich. Der Boden ist so ganz leicht marinkenartig oder wie auch immer diese komischen Dinge heißen. Nur viel weicher und halt mit Mandeln, ja, Mandel drin schmeckt man auch. Und ja, der Frischkäse-Mix mit den Himbeeren schmeckt nach Himbeeren. Ja, jetzt müsste nur hübsch aussehen. Okay, Leute, ich glaube, das nächste Mal werde ich mich an irgendein Rezept halten und nicht einfach irgendwelche Sachen so zusammenwerfen, wie ich Lust habe. Da ist die Münze. Wusch!